Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Die Gilde im Frühling 1416. Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Das ist schön. Unsere Stadt gedeiht. Und schaut Leute, das habe ich gemeint in der letzten Folge von wegen irgendwie im Finanzbericht steht ein Barvermögen von minus 122. Wir haben 2378 kölnische Mark durch unsere Zinseinnahmen und unser großes, fettes Einkommen, sage ich mal, als ja, mittlerweile sogar schon Kämmerer. So, und jetzt müssen wir unsere Beziehungen verbessern. Nochmal mit dem Richter unter anderem. Also ich meine, bei hier dem Pachtmeister ist Hopfen und Malz verloren. Aber wir wollen jetzt die Bürgermeisterin absetzen und uns draufsetzen. Dann kommt es jetzt eigentlich drauf an, wer Baumeister wird. Aber ich mach mal einen Antrag auf Amtsenthebung von der Bürgermeisterin, die uns gerade gewählt hat. Ja, ihr seht schon, wie treu wir hier sind, aber wir wollen natürlich nur unseren persönlichen Erfolg haben. Ach schade, jetzt sind die Preise für Schutzkreuze gefallen. Ah, hätten wir vielleicht doch verkaufen sollen. Mann, das ist wieder ärgerlich. Das ist wieder ärgerlich. Na gut, wie viel Prozent haben wir hier? Oh, erst 8, Die 19. Reparatur eines eurer 19 Karren ist Prozent. Okay, abgeschlossen. das heißt, es dauert ein bisschen hier. Und es wird wieder fleißig gearbeitet. So, wir können mal kurz auf den Markt schauen. Es bringt noch mal so einen Kamm. So für bei Stadt stärken, Stadt dienen. Aber das haben wir ja schon überzogen, sage ich mal. Dann müssen wir da nicht mehr ansteigen. Ah, jetzt können wir ihm eine Berufsausbildung schenken. Oder schenken, sage ich mal. Kostet uns 438 pro Jahr. Jetzt ist die Frage, was wollen wir, dass unser Sohn wird? Wie wäre es denn mit Wirt? Ich denke, es wäre sehr cool, wenn er Wirt wird. Wirt, ja, ich weiß, wie sich das anhört. Er wird. So. Ah, ein bisschen Geld schenken wir ihm auch. Das kann man ja nicht machen, um, sage ich mal, von der Erbschaftssteuer das Geld wegzubringen. Ihr seid zum Beisitzer vor Gericht berufen Oh, worden. Leute, noch ein Kredit für 14% Zinsen. Ich liebe es. Und wir sind Beisitzer. Wahnfried Kupferberg hat Pachtmeister Heldenmut Schlender angeklagt. Das Los hat euch in dieser Verhandlung als Beisitzer bestimmt. Sommer 1417 um 10 Uhr. Und natürlich kommt genau jetzt Nachwuchs. Wenn das jetzt ein Sohn ist, na gut. Dann hat also unser anderer Sohn auch schon eine Berufsausbildung auch. Gratulation, ihr seid nun stolzer Vater einer Tochter. Ah, eine Tochter. Naja, dann haben wir halt noch eine Tochter. Jolande. Wie nennen wir sie denn? Ich bin dafür, dass wir sie so nennen. Cersei. Oder Daenerys hätten wir sie auch nennen können, verdammt. Naja gut, dann heißt sie jetzt Cersei. Cersei ist auch ein schöner Name. So, okay, wir sind in der nächsten Folge Beisitzer bei Gericht. Dürfen wir mitentscheiden, das ist doch auch mal was. Leider keinen weiteren Sohn, das heißt, wir müssen uns wohl auf Pompeius, sage ich mal, verlassen. Theoretisch, sobald er 12 ist, könnten wir in seine Haut schlüpfen. Aber wir sind halt noch sehr jung. Ein Sohn wäre jetzt noch cooler gewesen, der hätte dann, sage ich mal, ungefähr, wenn wir gestorben wären, wäre der vielleicht 12, 13 geworden. Dann, ja, aber gut. Der Tochter ist doch auch ganz nett. So, unser Vater ist doch schon gestorben. Unsere Mutter noch nicht. Oh, die hat ein schönes Vermögen angehäuft hier, 1000 Dukaten. Also ich meine, für eine kleine Handwerkerin in einem Dorf oder wo auch immer sie herkommt. So, jetzt schauen wir mal aber in unsere Betriebe rein. Ah ja, die Kämme können wir wieder verkaufen. Die bringen Ihr gutes seid der Geld. Ah, und Meister. jetzt bringen die Schutzkreuze Geld. Sehr schön. So war das geplant, sage ich jetzt mal. Und gleich können wir 5 Schutzkreuze transportieren. Ich bin mal wieder so wagemutig und waghalsig, ohne Eskorte das loszuschicken. Sollten wir das renovieren lassen? Ja, für 97 kann man das mal renovieren lassen. Also hier wäre es wahrscheinlich schon richtig teuer. Ja. Ich sehe es nicht ein, es zu renovieren, weil wir wollen uns irgendwann eine Villa kaufen und dann ist das, denke ich, nicht notwendig. So, die Kämme bringen wieder gutes Geld durch unser Verhandlungsgeschick.
Ja, das andere ist mir jetzt gerade zu teuer. Wir könnten noch ein bisschen Buche kaufen. Das war's dann aber. Wie viel Prozent haben wir hier derzeit? 29. Es dauert also Die ein bisschen. Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Ach, das ist aber schön. Oh nein, Leute. Wir haben einen Überfall. Und wahrscheinlich auf unsere fünf Schutzkreuze, oder? Ah, schauen wir mal. Vielleicht haben wir auch Glück, das ist der Karren, der gerade heimfährt, aber ich glaube nicht. Zwei Räuber. Nein, natürlich sind es die 3000 Dukaten wert. Oh. Nein, die Ladung ist zu schwer. Wir haben verloren. Unsere gesamte Fracht ist verloren. Ja gut, das passiert. Muss man mit allen kalkulieren, aber ich bin nicht bereit jedes Mal. Ach, Mann. Mann, 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 Mann. Ich bin nicht bereit jedes Mal hier eine Eskorte zu zahlen. Aber schon ärgerlich, wenn einfach so 3000 Dukaten durch die Hände weggleiten. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Jetzt müssen sie halt hier mal wieder ein bisschen Schutzkreuze bauen. Oh. Und hier sollten wir vielleicht auch mal renovieren lassen. Mensch, wie schnell das hier alles kaputt geht. Und schaut mal, hier überall sind die Gebäude. Meine Güte. Wie schnell hier die bauen. Und Köln hat schon doppelte Baufläche, Leute. Also in allen anderen Städten hätten wir ein größeres Problem. Ja, toll. Der kommt jetzt an, oder was? Ja. Ach, das ist der Kamm. Okay. Ihr merkt schon, ich bin etwas genervt von diesem Überfall gewesen. Ich hasse die Räuber. Alles haben sie uns weggenommen. Diese verdammten Räuber. Was haben wir hier? Oh, immerhin, das heitert meine Stimmung auf, Leute. 19% Zinsen. Und wir haben bald kein Geld mehr. Wir müssen wieder Geld reinstecken. In unsere Geldanleihe. Machen wir das doch direkt. Schaut mal, wie viel Kredite hier derzeit laufen. Ich hoffe, die werden auch zurückgezahlt. Jawohl, ich bin zufrieden. Jetzt haben wir wieder mehr Geld reingesteckt. Ich meine, wir könnten die Zinsen ja noch ein bisschen erhöhen. In einem eurer Tischlerbetriebe mangelt es an Rohstoffen. 14. Oh, Rohstoffe? Wo? Kämme? Holzzapfen oder was? Ach ja, man braucht ja immer zwei Holzzapfen. Dann darf der Lars jetzt auch mal ein paar Holzzapfen machen, dass wir wieder einen gewissen Vorrat hinbekommen. So, hier. Ah, wo ist denn unser Karren? Ach, den haben wir schon geschickt. Sehr gut. Ja, die Rohstoffe hier sind nicht so billig derzeit. Ja. Und die Leute, direkt wieder wurde ein Kredit für 19% genommen. Ich werde irre. Also, ich muss sagen, so viel Glück hatte ich noch nie. Und ich habe normal immer auf noch einem leichteren Schwierigkeitsgrad gespielt, als wir derzeit spielen. Also, wir haben echt ein bisschen Glück. Ich denke, wir können sehr zufrieden sein. Wir könnten auch mal überlegen, ob wir hier noch die Tischlerei upgraden. Die Schnitzerei. Ja, könnten wir echt machen. Machen wir doch. Das direkt auch noch. Wir hauen das Geld raus, Leute. Wir hauen das Geld raus. Jetzt müssten wir nur noch ein bisschen was verkaufen, sonst wird es hier eng. Ja, das nächste Schutzkreuz ist fertig. Und jetzt sind hier die. Jemand besticht euch. Oh, Leute, wir werden bestochen. Ja, aber schaut mal. Mit ganz wenig Geld werden wir bestochen. Ulf Jolbeck. 183 Dukaten. Das ist doch nix. Wahrscheinlich will der Baumeister werden. Wo haben wir ihn denn hier? Ulf Jolbeck, ja, aber den mögen wir nicht, deswegen machen wir den nicht zum. Wir machen den hier. Also wir wählen Ralf Hollmeier, Ratsassistent. Den mögen wir. Ah, können wir derzeit nicht benutzen. Na gut. Kamm ist hier fertig. Wird wieder verkauft. Die Kämme bringen echt gutes Geld. Ist auch nicht zu kompliziert, wie jetzt dann, was es da noch gäbe, glaube ich. Kreuz verkauft. Die Preise sinken aber gerade nicht. Nur Buche. Aber da haben wir. Nur Buche ist gerade ganz gut im Okay. Preis. Was können. Ach, wir können das Die Mietpreisniveau Renovierung eines eurer ändern. Gebäude ist Machen wir doch abgeschlossen. mal lausig. Wenn es wieder eine Mietpreisversteigerung gibt, können wir das nutzen. Ach, und die Erbschaftssteuer können wir auch ändern.
Natürlich. Die wird auf 10% abgesenkt. Weil wenn wir sterben, wäre eine geringe Erbschaftssteuer sehr gut. Ach was! Wir haben geringeren Gebäude. 15% müssen wir weniger zahlen für Neubauten. Ach, hätte ich das mal gewusst. Und wir können Geld unterschlagen. Einmal pro Jahr für 4 Aktionspunkte. Oh, wir haben leider nur 3 Aktionspunkte. Eieiei, also Kämmerer ist echt ein schöner Beruf, muss ich sagen. Das habe ich gar nicht alles gewusst. Oh, unsere Ressourcen schwinden dahin. Okay, Buche können wir richtig viel kaufen. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Machen wir doch als nächstes dann direkt. Okay. Oh, wir haben wieder was dazu gewonnen. Buche. Und Kiefer ist auch billig. Sehr schön. Ich würde sagen, zum richtigen Zeitpunkt ist das Zeug wieder billiger geworden. Und eine Renovierung ist abgeschlossen. Und ja, gut, das steigt hier bei 14, 15. Hier sind wir jetzt bei 46%. Ja, nächste Runde machen wir noch mal eine Ihr dürft einen Renovierung. Lehrgang in der Schweiz besuchen, um so einen ertragreicheren Meistergrad als Geldleiher zu erlangen. Ah, uns fehlt aber ein Aktionspunkt, Leute. Okay, wir brauchen echt mehr Aktionspunkte. Vielleicht sollten wir mal. Ich weiß, es ist eigentlich dumm, wenn wir die selbst produzieren. Aber die sind derzeit billig. Kommt. Ich will hier einen Gehstock benutzen. Das bringt einen Aktionspunkt jetzt mehr. Wir brauchen die unbedingt. Allein schon, weil wir Kämmerer sind und Geld unterschlagen wollen. Allein deswegen ist das schon sinnvoll. Ja, reparieren kann ich nichts. Hier ist auch nichts mehr los. Bei unserer Geldleihe klappt auch alles. Jawohl. Ja, jetzt bauen wäre richtig billig. Ihr seht's hier. Wir haben den Baupreis ja schon gesenkt und plus und da wir Kämmerer sind, würde es nur 8000 hier kosten. Das heißt, wenn wir jetzt aufsteigen und eine Villa bauen bauen würden, wäre es perfekt. Naja, man kann nicht alles haben. Und jetzt haben wir ja einen Antrag gestellt, die Bürgermeisterin abzusetzen. Dann machen wir das natürlich auch. Und dann ist natürlich die Runde vorbei. Aber hier schaut mal, unsere Zinseinnahmen fast 3000, unsere Einnahmen als Kämmerer 2500. Da machen wir gutes Geld. So, und jetzt sind wir wieder im Stadtrat. Weiter geht's. Im Stadtrat ist der Antrag auf Amtsenthebung eines Mitglieds gestellt worden. Natürlich. Ja, absetzen. Auf gar keinen Fall. Natürlich ist sie dagegen. Wir sind dafür. Räumt den Sessel So, und leer. unsere zwei Freunde sind hoffentlich auch dafür. Dann ist es egal, was der Pachtmeister sagt. Räumt den Sessel leer. Sehr schön, wir genießen seine Gunst. Absetzen. Und wir genießen auch die Gunst von Karl Rupplinger. Sehr gut. Ich weiß nicht recht. Ja, und er enthält sich. Das ist uns völlig egal. Mit der Mehrheit der Stimmen ist der Amtsträger damit des Amtes enthoben. Sehr gut. Im Stadtrat ist der Antrag auf Amtsenthebung eines Mitglieds gestellt worden. Karl Rupplinger will den absetzen. Den Richter. Nein, da bin ich absolut dagegen, denn der Richter Auf mag gar keinen uns. Fall. Der mag uns doch. Wir wollen nicht, dass der weggeht. Niemals. Damit ist der Antrag schon abgelehnt, mein Freund Karl Rupplinger. Räumt den Sessel Jetzt mag leer. uns Karl Rupplinger wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil wir ihm nicht seinen Antrag entsprochen haben. Nein, ich bin dagegen. Na, wir hätten uns sogar enthalten können, aber das weiß man halt immer nie. Die Das war mir dann zu Amtsenthebung ist gefährlich. somit abgelehnt. Der wollte wohl aufsteigen, aber mein Platz wird doch bald Der frei. Stadtrat befindet jetzt so über die Neubesetzung dieses Amtspostens. Es gibt vier Und wir Bewerber. nehmen natürlich Ratsassistent Ralf Hohlmeier, unseren guten Freund hier, mit dem Balken. Die anderen mögen uns nicht so sehr. Mal schauen, für wen der andere ist. Oh, jetzt gibt es einen Patt. Es gibt einen Losentscheid. Mal schauen, wer gewählt wird. Patt. Das Los Jawohl! entscheidet Für für. Patrizier Ralf Hohlmeier, entschuldigt Leute. Ich bin hier gerade sehr enthusiastisch gewesen. Politisch sieht es gerade sehr gut aus. Ich glaube, es spricht nichts dagegen, dass wir Bürgermeister werden. Und wir haben jetzt 9 Aktionspunkte. Sehr gut. Es geht jetzt also in der nächsten Runde weiter. Bis zum nächsten Mal. Euer Gaius Julius Ein Caesar. Mitglied.